Ich würde gerne wissen, was in einem Paralleluniversum mit Blizzard passiert wäre, wo die Activision-Übernahme nie passiert wäre. Hallo YouTube, ein Video, was ich ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Es geht auch nur anderthalb Stunden. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie lange wir hier dafür brauchen werden. 32 Jahre Blizzard Entertainment von Jules. Das heißt, es wird uns gleich wieder um die Ohren fliegen mit Infos und Sidefacts und Popculture und so weiter und so fort. Der Chat ist sich einig, ja? Ich habe gerade gefragt, ob das Video noch aktuell ist, wegen dem Blizzard-Kauf von Microsoft. Und Chat ist sich einig, es war vorher, es war nachher. Ja, also es ist ein temporäres Phänomen irgendwie, dieses Video. Es war, vielleicht war es mittendrin, ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, wir gehen mal rein, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin bei Blizzard auch so ein bisschen eher so ein Bystander, ich bin da nicht so richtig drin in der Lore. Ich habe viele Jahre WoW gespielt und Diablo 2 und Diablo 3 ein bisschen und Diablo 4 den Anfang. Und das war's. Deswegen, ich bin da nicht so richtig involviert, ich weiß nur, seit Activision war alles scheiße. Ich kenne noch die alten Blizzard-Tage, die gloriosen Blizzard-Tage, ja, von denen heute alle immer noch tuschelnd erzählen, aber die sind schon lange vorbei. Leider schon lange vorbei. So. Der Mann kennt seine Games. Warum kostet dieser digitale Kühlschrank 7 Euro? Warum schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes schwarzes Etwas greift mich an. Ein 3-Stunden-Video über die Glitches von Fallout 76. Aber Hand aufs Herz, ich liebe diese Glitch-Videos. Ich liebe die. Gerade bei Bethesda Games, die lohnen sich einfach. Die bereichern mein Leben auf Arten und Weisen, die ich vorher gar nicht kannte. Wollte ich vielleicht nochmal kurz anmerken. 16 times the detail. 16 times the Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed und noch ein Assassin's Creed. Here's the same exact mission, but it's over here on the map. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slotmaschine besteht. Ja. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Mouse gemacht? Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. 40 Stunden Kisten durch die Welt tragen Simulator. Der war aber gut. Werbung. Moment, Moment. Death Stranding war gut. Ja, also Death Stranding, wenn man wirklich die Story verfolgt hat, war ein geiles Game. Ich verstehe, dass nicht jedermann die Sachen austragen wollte, ja, aber wenn man sich darauf einlässt, war es wirklich ein solides, sehr geiles Game und die Story. Spiel, für das ich 60 Euro so bezahlt habe. Spielcrash, Error, Glitch. Spielcrash, Error, CE34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Lootboxen, 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 Lootboxen. Schlechtere Grafik als Spiele von vor 2 Jahrzehnten. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung vom Herzen. Wir haben uns verkalkuliert. Es tut uns so leid. We're sorry. 16 times. Ganze Listen. Ich bin ganz ehrlich, das Intro lässt mich jetzt nicht auf ein positives Video hoffen. Von versprochenen Features, die am Ende doch nicht im Spiel gelandet sind. Game wird dreimal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Dasselbe FIFA jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? Alle kaufen das Spiel. Alle kaufen ständig wieder FIFA und alle hypen es hoch und alle machen Pack-Openings und 50.000 Leute gucken zu bei Pack-Openings, die man schon 30 Mal gesehen hat bei 30 anderen FIFAs. So läuft es leider. Was willst du machen? Ja, der Markt regelt. Es tut mir wirklich leid. Und alle regen sich darüber auf und kaufen dann trotzdem das nächste FIFA und die nächsten Packs. Ich verstehe es auch nicht. Ich bin da komplett außen vor. Ich raff es einfach nicht. Ich raff's einfach nicht. $60. Es ist wirklich keine schöne Zeit, um ein Gamer zu sein. Ja, doch. Eigentlich schon. Das waren sehr viele negative Beispiele, aber ich finde, momentan ist es doch eine geile Zeit, Gamer zu sein. Es kommen gerade so viele geile Games raus, am Stück, am Schnürchen. Wir haben vorhin darüber geredet, wie man gar nicht mehr hinterherkommt, die alle zu spielen. Es ist furchtbar. Ja, es ist einfach, es ist nicht furchtbar, es ist furchtbar geil, aber es ist auch furchtbar, dass man die alle nicht mehr schaffen kann. Hello. $100! What? Oh, what a mean? 800% extra value? Und unter all diesem ganzen Müll von versprochenen Features, Pay-to-Win-Spielen und halbherzigen Releases gibt es eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Bleibt ein Weilchen, macht es euch gemütlich und hört dieser Geschichte zu. Das Jahr ist 1991.
Ich war noch nicht am Leben und drei College-Typen entschieden sich dazu, eine Firma mit dem Namen Silicon and Synapse zu gründen, um Spiele zu entwickeln. To get my $10,000 to start the company, I actually borrowed $15,000 from my grandmother. Was ein schrecklicher Name für eine Firma. Zwei Jahre später, ihr erstes Spiel kommt raus. The Lost Vikings. Lost Vikings ist ultra gut. Boah, war das gut. Junge, Junge. Welcome back to Let's Play Lost Vikings. Dieser Wikinger kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier Revolutionär. Sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Dann merkten die drei College-Typen selber, dass ihr Name ziemlich kacke ist und benannten sich um in Chaos Studios. Oh, der Name ist bereits belegt und oh, wir werden dafür verklagt. Oh no. Dann lasst uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Und ja, tatsächlich genau so entstand Blizzard Entertainment. Und durch die mittlerweile paar mehr Leute im Team können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine helle Bade in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs and Humans rausbringen. Mit einem damals noch sehr revolutionären Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen und unfassbare 8K CGI Cinematics. Ja, aber das war damals State of the Art. Ja, das sieht heute lächerlich aus, aber das war damals halt teilweise State of the Art. Und wir wissen genau, was aus den Blizzard Animations geworden ist. Durch dieses Spiel haben wir plötzlich noch mehr Geld, können uns endlich mehr Schreibtische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen und das Spiel Diablo 1 zu produzieren. Ja. Good luck. Oh, Diablo Sauce. Taco Bell. Ein Dungeon Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. Oh, geil. Opened a portal from hell to our town? Da hat sich das erste Mal dem Butcher gegenüberstand. Junge, 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 bin ich gerannt. Heilige Scheiße bin ich gerannt. Hab ich Schiss gehabt vor dem Butcher. Und ich hab Diablo 1, hab ich... Boah, ich hab die Scheiße da rausgespielt. Komplett wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Ich hab Diablo so oft durchgespielt. Boah. Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte einkaufen, Urlaub nehmen und Diablo release. Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. Es wäre doch ziemlich lustig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Kuh-Level kommt. Why don't you back it up with a source? My source? That I made it the fuck up. Und so gingen in den Foren auf einmal zahlreiche Fake-Screenshots über das besagte Level rum. Einer der geilsten Trolls der Spielegeschichte. Bis heute einfach immer noch Legende. Hab gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeblich irgendwelche Kühe anzuklicken, welche von den drei Kühen ist das? Hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos losgetreten. Nice, ich hab es gerade gefunden. Ich habe gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Doch erstmal erblickte ein ganz anderer Titel das Tageslicht. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. Verdammt. Wurde aber auch Zeit. StarCraft 1. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten die 5000 Hotkeys auf seiner Tastatur benutzen kann. Ist doch wie Warcraft 3. Ich war mal beim Warcraft 3 Festival, ne, also bei so einem E-Sport-Event. Alter, ich hab nicht verstanden, was die da machen. Die sind so über die Tasten geflogen, also wirklich so. Aber die ganze Zeit so. Und du weißt überhaupt nicht, was die da machen. Keine Ahnung, aber es funktioniert alles. Das war wild. Du hast nur klackern die ganze Zeit. So gut. Und dann erschien zwei Jahre später Diablo 2. Oh ja, mehr Features, mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten Mumu Farm, in der man auf einmal riesige Kühe mit Hellebarden bekämpfen musste. Oh, so gut, Alter.
dem Nachfolger von Diablo 2 gab es Jahre später dann auch ein Q-Level, nur mit bunten Farben, riesigen Teddys und Einhörnern. Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich seit Wochen nach dem Level. The Secret Cow Level. Secret Cow Level. Secret Cow Level. Das geheime Q-Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die überhaupt nichts mit Blizzard zu tun hatten, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Q-Level. Voll geil. This is like the Secret Cow Level. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie so und dem Drang zu trollen. Und so ist das Spiel für viele Menschen auch heute noch eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Das Intro einfach immer Gänsehaut. Okay, das nicht. He shits himself. I just canceled my brother's World of Warcraft account and he is freaking out. The World of Warcraft. Blizzard ist mittlerweile eine millionenschwere Firma. Die drei College-Nerds von damals sind jetzt immer noch Nerds, haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, baby! Yeah! Butthole and the pussy are so close together. My nipples are all hard. Platzwunde am Kopf, es hat geblutet, die Jacke ist voll geblutet, die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geplatzt. World of Warcraft, ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellen kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf. Oh, vergessen. Oh, wie gut. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen Ingame-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Die berühmte South Park-Episode, in der sich die vier Jungs mit einem Ultra-WoW-No-Life herumschlagen mussten. Mom! Schlüssel! Das nenne ich einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch wunderbar cosplayen lässt. Hell gut! Den Fakt, dass 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches dich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder, Heroinabhängigen oder zum ultimativen Neckbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als Mordor aussieht, transformiert. Alexander Opal, Asmongold gefällt das, ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. 3 Stunden am Tag. Wie lange spielt er? Warte mal. Lebt, der schlimmer als Mordor aussieht, transformiert. Alexander Opal ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. Du Suchtnutz! 3 Stunden am Tag. Es gibt viele Internetspiele, die süchtig machen, aber nur eins, das dein Leben zerstört. Oha. League of Legends. Und der norwegische 12 Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level 30-Jäger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. Was? Was? Oh, Kurwa. 2005 kam dann außerdem über den Patch 1.7 ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss HK zu besiegen. Lauft! Er ist zu stark! Und dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood. Eine Art Seuche, die Schaden macht und jeden Spieler so im Bossraum treffen konnte. Außerdem konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die Entwickler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen. Und diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Außenwelt nehmen. Das ist so eine geile Story. Dann beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und so wurde Patient 0 geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum sind die Leute am Sterben? Das Ende ist nahe. Wir sind die Außerwelt. Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Erst gab es die Leute, die willkürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleibt weg von mir! Dann gab es die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen.
Bleibt weg voneinander! Viele sind einfach geflohen und haben in einer leeren Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht's doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen, absichtlich andere Spieler anzustecken. Ja, nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Hip, das Super X! Verbreitet es auf Leute! Auf dem Dach! Ein paar Healer haben sich daraufhin versammelt und versucht, andere zu heilen und als Ärzte zu agieren. Doch trotz aller Mühen stapelten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von Spielern in den Städten. Fast die Hälfte der ganzen World of Warcraft Map war mittlerweile betroffen von einer... Weißt du, was ich finde? Die hätten, eigentlich müsste es sowas als Events geben. Einfach vorher ein Backup machen, also so World Backups machen. Und dann einfach so ein richtig fettes, weltumfassendes Event machen in der Richtung einfach. Gab es schon? Ah, okay, geil. Ja, voll geil. Jeden mit in die todreißenden und nervigen Seuche. Gab es mal Wrath? A computer game is providing us with a remarkable virtual view of what could happen if a real epidemic erupted. Blutmond in Meridian 50. Genau. Sowas in der Richtung. Across the globe. What could happen? Die Anzahl der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an, sich in den Foren zu beschweren. Jeder in World of Warcraft hat AIDS. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spieler ansteckten. Ach komm schon, Bruder. Die Städte glichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Und dann kam ein Patch und alles war wieder gut. Später nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. How many World of Warcraft players? Quasi, wie hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulief? Und dann gibt es noch dieses Video hier. Sah gerade ganz kurz aus wie Monkey Island 2 nachgestellt. Oh my god, he just ran in. God damn it, Leroy. Leroy, 24 Jahre alt, ist in Real Life Elektrotechniker. Hat damals eine WoW-Gilde namens Pauls for Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm, wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbevideo. Die Leute werden dann schon joinen. Ja, es ist gestaged. Leider, und die ja. Views explodierten. Leroy Jenkins aber wurde trotzdem zu gut. Einem Star. War trotzdem gut. Leroy Jenkins, World of Warcraft. Auch Legende, so oder so. Doch Legende. Jeder Mensch, der einmal zu einer Internetsensation wurde, merkt, dass ein Meme zu sein auch eine Schattenseite mit sich bringt. Leute haben plötzlich angefangen, ihn durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo Leroy, was geht ab? Er kriegte nonstop Nachrichten wie, oh mein Gott, bist du der Echte? Oder, oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Nachrichten. Kill yourself, kill yourself, kill yourself, kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war andauernd voll, weil alle Leroy kennenlernen wollten. On the lookout for Leroy Jenkins Jr. of Jacksonville. Blizzard hat das mitbekommen und wollte natürlich so schnell es geht irgendwie Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events eingeladen, um dort, oh boy, seinen Schrei zu präsentieren. Und dann ist das Meme fürs Erste ausgestorben und Leroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Was aber auch halt echt geil ist. Du bist ein Idiot. In dieser Folge sind viele Internetwitze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste BlizzCon ins Leben gerufen. Eine Convention für alle möglichen Blizzard-Spiele. Wo große Neuerungen angekündigt werden, Leute verschiedene Charaktere cosplayen. This is Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Ork aus World of Warcraft stehst.
Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der BlizzCon die Möglichkeit, den Entwicklern eine Frage zu stellen. Und einer dieser Leute war der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein die Developer vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft Lore hinwies. Hello. I just finished reading The Shattering yesterday. Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. Aber er ist halt ultra engagiert. Darf man nicht vergessen, ist ein Hardcore-Fan. Der ist wirklich ultra engagiert. Dass ihm das aufgefallen ist, ja? Besagter Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal aufs Neue vortreten, um die Entwickler zu roasten. Okay, my question this year is about Illyria and Terralian. We survived. Red Shirt Guy. We can retire now. Blizzard essentially put Red Shirt Guy into the game. Über die nächsten Jahre wurden dann noch mehr Expansions rausgebracht und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig und Leute fragten regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. You think you do, nun. But you don't. Nun. You think you do, but you don't. Nun. You think you do, but you don't. Nun. You think you do, but you don't. Nun. Kleiner Tipp, wenn ihr jemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals eurer Community vor, was sie wollen und was nicht. Ich erinnere mich bei Starfield an die Antworten in den Steam-Diskussionsforen. Wo Leute sich gesagt haben, was sie an Starfield nicht mögen und was da bla. Und wie dann Starfield Community Manager oder ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Leute haben geantwortet von Bethesda offiziell, warum sie die Sachen eigentlich doch mögen und warum sie eigentlich doch ganz gut sind. Haben ihr das erstmal erklärt. Nun, Good Guy Blizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten. Und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. Die Server mussten runtergenommen werden. Und Gamer machten natürlich das, was alle in dieser Situation tun würden. Und zwar wurde sich kurz vorm Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen, daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet, um dann gemeinsam mit allen Leuten eine Klippe runterzuspringen. Fuck you, Blizzard. Blizzard chose greed. Fuck Blizzard. You think you do, but you don't. Voll geil. That is how many people showed up to say goodbye to this server. You want to know why that doesn't happen in retail? Because it fucking sucks. Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick? Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Yo. What the hell? Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you want this, and I think maybe that you do. Ja nun. Ja nun. Jack Norris ist ein Jäger. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. WoW ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen, die Zahlen sehen super aus, doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen. Blizzard Entertainment merged mit dem Videospielgiganten Activision. Und ich glaube, das war so ein bisschen, es war nicht gut. Ihr wisst schon, die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund treiben und einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangen. With Homelander and fucking Snoop Dogg and there's a cat operator is, oh my god. We want the game to be 100% realistic. Doch erstmal gibt es Werbung. War Thunder ist das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel, wow, was jemals auf den Markt kam. Hallo, was? Ich hätte gerne 8 Bananen und War Thunder zum Mitnehmen. Du kannst deinen Buschpanzer spielen und von weiter Distanz schießen. Wow, 5 schwarze zum Panzer gegen mich? Ich glaube, ich habe die falsche Version runtergeladen. Oder im Nahkampf die gegnerischen Panzer alle nacheinander auslöschen. Meine Strategie ist es, ausschließlich meine eigenen Teammates zu töten. Es hat einen Tag gedauert und ich bin auf allen Servern Lifetime fürs Griefen gebannt.
Spiel mehr als 2000 Fahrzeuge, zahlreiche coole Panzer, Flugzeuge und Jets. Oh, und es gibt sogar Helikopter. My name is Optimus Prime. Klinge ich vielleicht ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich auf dem Weg bin, mich in die Luft zu sprengen. Coole Sticker, die man auf seine Panzer packen kann. Wer von euch traut sich, auf meinen Waifu-Panzer zu schießen? Das ist eine Thomas, sehr gute Lokomotive. Ich bin Would you still love me if I was a tank? Nein, außer du bist ein Crusader MK2-Tank, aber dafür müsstest du dir Warfunner runterladen. Es ist komplett umsonst und man kann es auf allen möglichen Plattformen wie PC, Xbox, PlayStation oder einem Schwangerschaftstest und durch meinen Download-Link ganz viele exklusive, coole Vorteile erhalten. Es gibt ein Damage-X-Ray-System, was das bedeutet, ich habe absolut keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind alle extrem historisch akkurat und wurden früher genauso genutzt wie im Spiel dargestellt. Werbung, Ende. Ich bin ganz ehrlich, das war... Ich bin nicht überzeugt, irgendwie das zu spielen. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, Hauptsache nimmt die Kohle mit für das Placement. Ich fand das ein sehr legitimes und einfach ein sehr, sehr echtes Placement. Das war eine sehr, sehr gute Werbung, aber nicht für das Produkt. Also wir haben 2008. Blizzard ist jetzt voll Blizzard geil. Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Oh. Well, we're now the largest, most profitable video game software company in the world. Legenden besagen, dass wenn man böser Businessmenschen anzugubelt, dass dann nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Dieses schmierige Grinsen widert mich jetzt schon an. Ich hätte den gerne als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm, waren: Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006 außerdem seiner Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey Jessica, kannst du mir einen Kaffee machen? Ah ja, und ich lasse dich morgen umbringen. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt die viel zu toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activisions Leitung erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trottel geschrieben hast. Ab sofort sollte neben jedem Namen im Blizzard-Forum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name daneben angezeigt werden. Unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin SexyPriestGirl5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise sollte die Community weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, fickt sie ab sofort in ihre beschissenen Ärsche? Ja, vor einer Weile. Ich kann's kaum erwarten, Präsident Obama im Forum zu treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postete im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem, es ist doch nur ein Name. Als erstes wurde seine Adresse geleakt, dann seine Telefonnummer, dann sein Facebook-Profil. Oh, und anscheinend wohnt der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey Maike, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat es gedauert und das Feature war wieder weg. Noch im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert, ein gewisser Folgetitel angekündigt. Uff. Diablo 3. Present to you the world premiere of Blizzard's newest game. Die ganze 4 volle Jahre sollte es dauern, bis das Spiel endlich das Tageslicht erblicken konnte. Und der Hype war immens. This is truly a gamer moment. Wenn man das Spiel statistisch mit anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablo-Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Die Leute waren bereit. Und das zeigten sie auch. Memes über alle Plattformen verteilt, die darstellten, wie sehr... Warte, kam da nicht noch was dazwischen? Vor Diablo 3? Kam da nicht noch zwischendurch was? Wenn man sein Real-Life vernachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here. I got Pringles and I got Pringles. An extra keyboard in case I have to smash a couple. Doing this with one hand. Everything here, I can eat with one hand. 15. Mai. 2012. Die Server gingen live und eine riesige Horde an mit Energiedosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach 4 Jahren endlich in das Spiel einzuloggen. Und zwar versuchten es so viele, dass die Server bis zum Anreiz überlastet wurden. Was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte. Und die gehypten Fans nur ein... Gefühlt bei 80% aller gehypten Online-Games immer. Fehler 37 ist auch einfach Legende irgendwie. Pop-Up-Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekam. Execute Error 37. Error 37.
Nobody's fucking playing Diablo 3. Error 37. Hört auf, euch einzuloggen, damit ich mich einloggen kann. 37! What the fuck are the other 36? Hat jemand von euch Error 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen. Und brauchtest im Jahr 2012 einen dauerhaften Internetzugang. Because fuck you. Bobby Kotick, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet, um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server... Oh, Fehler 37. Kannst du mal raten, wo ich meinen Namen her habe? Oh, oh, wie schön. Hallo, Fehler 37. Schön, dich hier willkommen zu heißen. Funktionierten wieder. This game is so much fun. I love it. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt, in dem man Ingame-Items und seltenen Boss-Loot für Echtgeld kaufen konnte. Oh Mann, ich habe erst seit 3 Stunden das Spiel und habe jetzt schon alle seltenen Items im Game. Warum auch immer man so ein System in einem Spiel einführt, bei dem es primär darum geht, Items zu sammeln. Es gab teilweise Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7500 Euro in Diablo zu verkaufen. I am working on my investment portfolio of magical swords. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo 3 für die Switch. Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Und zeitgleich kommt Hearthstone raus. Ein digitales Kartenspiel. Hearthstone ist ein Spiel, was absolut nicht pay-to-win ist. $50 for 3 cards. Ein Spiel, welches extrem schwer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Victory requires strategy. Der chinesische Kriegsmeister Sun Tzu schrieb einmal in seinem Buch Die Kunst des Krieges die Worte: Nimm die Klasse Jäger bei Hearthstone und greif immer Face an, das hassen die Gegner. Forscher haben herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Da bin ich der glücklichste Mensch im Universum! Was? Was? Was ist los, Alter? Falls mal eine Karte zu stark ist, braucht Blizzard nur 3 ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. What is wrong with this fucking company, man? Im Jahr darauf kam dann Heroes of the Storm. Für Bobby Kotick eine super Idee, um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota und League of Legends mithalten zu können. For Heroes of the Storm. Ich kann euch zwar überhaupt nicht sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit zahlreiche Karrieren von Kommentatoren. E-Sport... Ich lese aber gerade im Chat, ich habe selber nicht gespielt, ich kann nicht mitreden, aber ich lese gerade im Chat sehr, sehr oft, Heroes of the Storm war geil, hat Spaß gemacht, spiele ich heute noch, war so ein geiles Game mit so vielen Möglichkeiten, war so cool. Ich fand Heroes geil, aber es kam viel zu spät. Aber ich sehe halt nur, ich lese nur Positives, außer einen negativen Kommentar. Aber sonst eigentlich nur überwiegend Positives. Krass, zocke jeden Tag, es war so gut am Anfang, okay, hat es geliebt, okay, krass. Hab's nie gespielt, muss ich zugeben. Und YouTube-Channeln einfach über Nacht. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Omega lol, my whole life is built around this game. I'm so fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Not with the Blizzard fans though. Ich bin jetzt Vollzeit-League-Streamer. Frohe Weihnachten. Arbeitslos, by the way. Omega lol. Fuck you. Laut wirklich seriösen Quellen, ich hab's mir ausgedacht, habe ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. I'm gonna show you how to make a Bobby Kotick costume for Halloween. I don't care what you think. I love money. Wir haben mittlerweile 2016. Blizzard hatte bis dahin ein paar nervige Aktionen und Fauxpas, ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Und sie wollten sich den Hype von damals zurückholen. I want you to open your hearts and your minds
to what comes next. 2016 war das Jahr, in dem Overwatch wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen sollte. Overwatch is an incredible achievement. Another seminal release from developer Blizzard. Game of the year, Overwatch. What is this? I love you, Beta. What is this? We're winning it again, Sadomi. Heroes never. Thank you for your time. And we're going to send it back to the desk right now. Beide Teams bestehen aus 6 Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer 5 DPS gibt und einen Tank, weil keiner Lust hat, den... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Blizzard seit der Kotick-Übernahme ist irgendwie immer dieses Schema. Wir bringen irgendwie ein geiles Spiel auf den Markt. Und dann ist die Frage, wie machen wir es möglichst scheiße für die Spieler? Also irgendwie immer wieder bei jedem Game, wir ballern ein geiles Game raus und danach immer, wie machen wir es möglichst scheiße? Wenn, ne, erst ein geiler, erst der Riesenhype und ja und geil und bah. Und dann immer, ja, wie machen wir es noch scheiße? Wie können wir noch mehr Geld rausziehen? Bla, wie können wir es jetzt monetarisieren? Und so weiter. Den Dealer zu spielen. Fucking Switch, genau, dude. You're not doing shit genau. Did we not have a Widow? Can you not play Bastion? Hanzo, will you please swap? Overwatch kommt mit einer Vielzahl an durchdachten und einzigartigen Helden, die man spielen kann. Okay, Feierabend. Monkey. Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert, der aber in 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carryen. Is that a pro Genji? Yeah, he's... Es ist der eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo. In Valorant, Jett und in Team Fortress der Scout. Dann gibt es noch Mei oder auch das Letzte, was du siehst, bevor du 4 Stunden lang eingefroren wirst und irgendeiner der riesigen Tanks dich danach in die Grenzen der Galaxie befördert. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Dieser Charakter ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter und hat unfassbar dicke Balls. Zenyatta ist gay. Bastion ist nur ein Roboter, der mit der extrem komplizierten Meta-Strategie an einer Stelle warten und schießen gedrückt halten gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Bastion is a way of life for me. I never change my character. Fuck you. Und das hier ist ein fucking Hamster in einem Roboterball. Und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach... Dieser Charakter ist komplett nutzlos. Dieser Charakter ist auch komplett nutzlos. I could make an Indian tech support joke here, but I won't. Your computer has white. Und über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als das überhaupt Spieler in den letzten 5 Jahren gab. Ich besorg's mir auch zu Widowmaker. Ich besorg's mir jeden Tag zu ihr. Ich besorg's mir jetzt gerade zu Widowmaker. Oh, ach du Scheiße, da macht es sich wirklich. Solltest du es zufällig schaffen, doch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt und du bekommst das sogenannte Play of the Game. ich meine, oh, Ziel vom Spiel ist es, einen Punkt einzunehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medikit prügeln. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. 2-1, from the 1-3. What's up? This is Jeff from the Overwatch Team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. Hat außerdem die große Ehre, jedes Mal aufs Neue das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Ein neues Update. If you pick Hanzo in a competitive match, your player level will be reset and then your PC will light on fire. Hat außerdem einen 10-Stunden Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Klassisch, sehr klassisch. Muss man aber schaffen, 10 Stunden lang. I need healing. This is Jeff from the Overwatch team. Außerdem gibt es noch die professionelle Overwatch League. Und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. DJ, you say Kevin. DJ.
Die E-Sport-Liga hat außerdem zahlreiche Talente hervorgebracht, wie zum Beispiel den kanadischen Philosophen Felix Lengyel. Die nächsten Jahre kamen dann ein paar Expansions für die anderen Spiele, es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert und die Games wurden Stück für Stück immer mehr monetarisiert. Yes! Au! Auf einmal sind wir in 2019 und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom südlichen China. Es war ein ganz normaler Sonntagmittag. Das Hearthstone Grandmaster Turnier ist in vollen Zügen und ein chinesischer Spieler namens Blitz Chang machte folgendes in seinem Interview nach dem Match. Oh ja, ich erinnere mich. Blizzard bannte am selben Tag noch den Spieler von jeglichen Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei anwesenden Kommentatoren dazu noch gleich mit. Alter, was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und sorgte für ziemlich große Empörung. Suspended a gamer and taken his prize money away. That is fucking crazy. All his prize money and they've suspended him for a full year. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel kehrt sich eine amerikanische Videospielfirma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Donald Trump, don't trust China. Warum könnte das sein? Okay, Speedrun-Erklärung. Es gibt in China eine Firma, die heißt Tencent. Das ist, by the way, der größte Videospielentwickler der ganzen Welt, hat aber noch kein Schwanz was von gehört. Diese Firma steckt ganz schön viel Kohle in alle möglichen Firmen auf der Welt und die Chefs dieser Firmen können sich dann dadurch mehr Yachten leisten. Sollte also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie Pooh erwähnen. Boys, we did it. I'm banned from China. That's right. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Hier eine Liste mit all den Firmen. Juhu. The best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrskins und Events rauskommen. Yep, das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein, wir stecken keine Leute in Arbeitcamps. Wir sind China und feiern mit euch das chinesische Neujahr in Fortnite. Why visit France when you can just visit the replica in Tiangdicheng? Hey look, they're even building a copy of the Holocaust. Mit Tencent haben wir also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt, von der Regierung gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die größten Firmen der ganzen Welt hat. Ja, ich sehe da absolut gar kein Problem. What the hell? Made in China! Ah! New World Record, baby! Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Tja, das heißt nichts umsonst. Löse dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn du je an der warmen Brust Chinas nuckeln willst. Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch am selben Tag startete mit dem Hashtag #BoykottBlizzard einer der größten Videospielproteste der Gaming-Geschichte. Heile, heile. Wie still ihr geworden ist. Ja, ich gucke aber gerade zu. Ich hab vorhin schon gesagt in der Pause, dass ich mich schlecht fühle, weil ich so wenig dazu beitrage. Aber viele Dinge weiß ich einfach nicht, weil ich nicht so tief in der Lore drin stecke. Viele Games von denen eben gerade kannte ich auch nicht, habe ich nicht gespielt, weil ich nicht competitive bin und weil ich gerade eher zuhöre und lerne. Ich lerne gerade mehr, als ich beitragen kann. Kommt auch mal vor. Gut. Es hat begonnen. Also erstmal gab es haufenweise Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen, Videos, wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Mm-mm-mm-mm.
Und Leute fingen an, sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. Das ist me. Team Fortress ist mein... Ja gut, Funk, der die WoW-D vor dir verbrannt hat, das ist aber ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Oder ist eine ganz andere Timeline, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist nicht gut gealtert. Das vergessen wir schnell. Dieses Video hat nie existiert. No! Und auch die Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift: Jede Stimme zählt. Mr. King, who have you not bought? That's the real question. That is the real question. Zahlreiche Blizzard-Versionen vom China Tiananmen Square Massacre wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. I will not stop boycotting Blizzard Games. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer von Blizzard zu überlasten. Ich wurde von einer Harpune getroffen. Okay, scheiß drauf, ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Last any longer. They do draw the second spirit. And that is game. Yep, und Blizzard gießte Öl ins Feuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Schwierig. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren, hieß es. Celebrating Pride in Overwatch 2. Gender fluid, intersex, lesbian. Adding a transgender here. Ich erinnere mich dran an die ganzen Firmen, die im Juni immer, Juni war das, ne? Immer ihre Firmenlogos umkolorieren, aber niemals die aus, zum Beispiel die Saudi-Arabien-Accounts und so, ne? Das, ja, das fand ich immer, ja, sehr viel. Pinkwashing habe ich auch erst gelernt dadurch, ja? Pinkwashing einfach. So, quasi so tun als ob und keine politischen Statements, aber sich immer schön anbiedern, aber nicht als Unterstützung, sondern nur, damit Leute schön die Sachen kaufen. Und ja, das Video hat ein ganz schönes Tempo, aber das kann man bei Jules Videos. Es ist schwierig, dazwischen zu grätschen. Aber ja. Ganz nach dem Motto, es ist nur okay, solange es sich vermarkten lässt. Was up, Beijing? Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern problems require modern solutions. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Die Welt versinkt im Chaos und braucht Helden! Seid ihr dabei? Daraufhin wurden zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt und Blizzard sorgte dafür, dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte. Logischerweise, damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken. Das muss die beste Woche sein, die EA und Ubisoft seit Jahren hatten. Bis dann Wochen später endlich das erwartete, halbherzige Statement kam. I want to say a few words. I am sorry. Das Preisgeld wurde zurückgegeben, der Bann wurde etwas reduziert, doch der Rufschaden an Blizzard war bereits passiert. I want to be clear, our relationships in China had no influence on- Oh please, Alter, please. Wenn du schon ein Entschuldigungsschreiben machst, wenn du ein Entschuldigungsschreiben aufsetzt, dann mach es doch wenigstens halbwegs glaubwürdig und diskreditier dich nicht komplett gleich wieder. Sobald da nur eine Sache ist, ja, alles andere, du kannst 10 Seiten schreiben und es kann alles ernst gemeint sein, aber wenn diese eine Sache da drin steht, diese eine Sache, die komplett unglaubwürdig ist, dann sind alle 10 Seiten für den Arsch. Dann kannst du es gleich verbrennen, dann kannst du es gleich lassen. Dann lass es einfach. Dann mach lieber gar nichts. Our decision, utter, complete bullshit. Und rückblickend zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt ihr, leidet am meisten, wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen, ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren und die Firmeneinnahmen sinken? Bobby. Sehr wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma. Und genau das hat man später auch gemerkt. Bobby Kotick feuerte über Nacht hunderte Mitarbeiter. Ich will hier auch nochmal in den Raum werfen, dass Bobby Kotick 30 Millionen Dollar im Jahr macht. Während sich die gefeuerten Mitarbeiter weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen. Bitte, du darfst die Karte nicht spielen. Und jetzt aktiviere ich Bobby Kotick. No!
Ich meine, was zum Teufel will dieser Mann überhaupt mit seinem Geld? Etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen? Oh, sorry, falsches Bild. Was haltet ihr von diesem süßen Hund? Als die ganze Sache wieder abflachte, wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig noch ein Black Lives Matter gepostet. Alter. Und Bobby selber war der Meinung, dass sich Blizzard eigentlich überhaupt nicht politisch engagieren sollte. Sind wir ganz ehrlich, hätten sie es gelassen, von Anfang an, hätten sie es gelassen, sich wirklich politisch zu engagieren, in irgendeiner Art und Weise, wie zum Beispiel mit dem Bann, ja, von dem Spieler, hätten sie von Anfang an gelassen, wäre das alles überhaupt gar nicht erst passiert. Hätte auch keiner was gesagt. Keiner hätte was gesagt. Also ich habe meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht. Jetzt will ich aber das Overwatch Halloween-Event spielen. Wie bekomme ich meinen Account zurück? 2020 kam dann immer noch kein neues Spiel. Dafür bekam Warcraft 3 ein Remake. Das Spiel war damals enorm beliebt. Da kann ich ja mitreden. Und bereits 2018 wurde angekündigt, dass man dem 16 Jahre alten Spiel eine Überarbeitung verpassen möchte. I am honored to present the return. Und eigentlich auch geil. Eigentlich auch voll geil. Voll die geile Ankündigung. Going to be an exciting new chapter. You can order that today. Warcraft 3 Refunded. I will pre-order your mama. Pre-ordered? Lol. Zwei ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein. Und dann kam der Release Day und oh mein Gott, Blizzard. Wie habt ihr es hinbekommen, ein bereits komplett fertiges Spiel fehlerhaft neu rauszubringen? Biggest scam in gaming history in 2020. Nice beta Blizzard LMAO. Blizzard in a nutshell. Das sind die Cutscenes von der BlizzCon zwei Jahre zuvor. Das sind die Cutscenes vom Spiel, als es rauskam. They fucking lie! Yeah. Deine fucking Einheiten ändern die Farbe. First, I hope you guys like the style we went with. Oh Gott. Was geht hier vor? Manche Truppen wurden geremastert und manche wurden anscheinend komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Die Idee von neuen Sprechern wurde gestrichen. Dafür gibt es jetzt sowas. Der Wind dringt einem durch ein Bein und ihr zittert nicht einmal. Ich starte eine neue Runde und habe sofort verloren. Defeat? What? I just lost. What the fuck? Really? Ich weiß, was das ist. Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Das Hauptmenü ist eine Web-App, die über Chrome läuft und deshalb die komplette CPU lahmlegt. Welcher Mensch hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk. He looks like a 55-year-old drunk. Wartet, bis ihr mich im Einsatz. Yep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang. None of that shit is in the game! Our gold mine has collapsed! Custom games broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is shit, the stabilization is terrible. Lieber Support, mein Spiel funktioniert nicht. Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC! Fucking Blizzard! They just want cash bucks, dollar, sterling, Fortnite, V-Bucks. Drei neue Spielfehler, die ich zum einer Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann. Warcraft 3 vs. Warcraft 3 Reforged. Okay, das Remake ist also scheiße. Du willst deshalb lieber das alte Warcraft 3 spielen. Tja, das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake... Kunugel fragt gerade, ich verstehe es nicht. Man sieht das als Entwickler doch. Man testet das auch vorher. Wie geht es, dass so etwas dann veröffentlicht wird? Du hast zum Beispiel schon eine gewisse Zeit in die Entwicklung investiert. Ja, du hast nur einen gewissen Rahmen an Zeit für das Projekt. Und irgendwann übersteigt das Budget das verkalkulierte Budget und die Investoren fragen, oh, was ist denn los? Da muss man wieder einen Titel raus und dann wird das Ding rausgehauen. Leute kaufen das sowieso, weil der Hype ist real. Leute kaufen das ohne Ende. Und auch wenn es am Ende ein paar zurückgeben, du hast trotzdem sau viele Verkäufe getätigt und wahrscheinlich trotzdem Gewinn gemacht mit der Scheiße. Eine Firma wird gefühlt immer schlechter, sobald Investoren an Bord sind. Denn dann arbeitet die Firma nicht mehr für die Spieler, die Kunden sind dann nicht mehr die Spieler, sondern die Investoren. Ab da an arbeitet die Company immer für die Investoren und nicht mehr für die Spieler. Und das ist sehr, sehr oft das Problem. Sehr, sehr oft. Ich will nicht sagen immer, gibt bestimmt auch welche, die halten sich raus oder keine Ahnung, aber zu größten Teilen ist immer darauf zurückzuführen. Ja, wenn die sich irgendwo verantworten müssen,
bei Leuten, die Geld reingesteckt haben, dass das Geld auch wieder reinkommt. Ja, naja. Setzt. Das heißt, du musst dich als jahrelanger Spieler auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden geben. Stating the following, Warcraft 3 Reforged Refund Request denied. Fuck. Geld für das Spiel zurückzubekommen, war ohne Behörden so gut wie unmöglich. Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund. Und dann kam das gewohnte, es tut uns so leid, Statement. That I'm very sorry and I apologize. That keep it up! Und so review-bombten Leute aus Frust das Spiel auf Metacritic. Disappointment, disappointment, disappointment. The worst remaster game ever. It's a load of donkey poo. Suicide prevention hotline number 800-273-8255. You're gonna need it. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten. Ganz unten auf dem Rang 19.095. Somehow Blizzard is now worse than Bethesda. Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven. Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt. Wir schreiben mittlerweile 2021. Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht. Dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte. Blizzard Entertainment wird vom Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Ladies and gentlemen, we need to talk about Activision Blizzard. Over the way, a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever. Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht. Und plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort, bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen. Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs war. Eins, zwei, vor ungefähr ein Jahr lang meine Twitter-Timeline. Laut der 29-seitigen Klage spielen männliche Angestellte während der Arbeitszeit primär irgendwelche Videospiele, meistens Call of Duty. Which one of you motherfuckers called my mom gay? Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert und überall im Büro steht Alkohol rum, was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen. Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Es gab regelmäßig eine Art Büro-Event namens Cube Crawl, bei dem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag gemeinsam im Büro betranken und dann durch das Gebäude liefen, um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen und einfach nur Unsinn zu bauen. Während mein fucking Pferd in Diablo seit Wochen immer noch buggy ist. Was zum Teufel treibt ihr auf der Arbeit? Sir, Sie haben den Job. Außerdem wurden zahlreiche Lines auf der Mitarbeitertoilette gezogen. Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld, obwohl sie doppelt so viel leisteten, einfach weil sie Frauen sind. Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen. Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten. Und es wurden heimlich Kameras auf der Damentoilette installiert. Was zum Fick? Lasst mich kacken. Manche Mitarbeiter haben so wenig Lohn bekommen, dass sie ganze Mahlzeiten überspringen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergesst nicht, Bobby Kotick macht 40 Millionen im Jahr. Konnten sich nur Haferflocken zum Essen leisten. Du willst als Frau Urlaub nehmen, du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben, wie du... Das glaube ich so pauschal erstmal nicht. Das steht dir frei, das nicht zu glauben. Wenn es nicht in deine Welt passt, dann schmeiß Google an, informier dich. Ging auf sehr vielen Kanälen sehr viel rum. Ich bin ganz ehrlich, einige Sachen hier sind für mich auch neu, aber vieles davon habe ich schon mehrfach gelesen. Ich sage, ein Jahr lang hatte ich das in meiner Timeline auf Twitter. Deine Zeit im Urlaub nutzt. Ich lese gerade hier, ist eine 100% True Story. No joke, 100% true. Also einiges davon ist für mich auch gerade neu, aber nicht unglaubwürdig. Zum Worst. Blizzard, are you serious? Ja, hier, einfach die Gerichtsakten aus den USA lesen, ist alles frei einsehbar. Ob du bei Blizzard angestellt wirst, ist auch davon abhängig, ob du gut aussiehst oder nicht. Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern mit dem Namen Cosby Suit, benannt nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby, in der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten, um dort besoffen Partys zu feiern und Koks zu nehmen.
Kokaina. Die sogenannten Hot Chicks wurden davor für das Zimmer rekrutiert. Meistens waren das Frauen von der BlizzCon, die Fan von den Spielen oder Entwicklern waren. Okay, komm mit ins Hotel und ich gebe dir 20 Lootboxen, Baby. Welche dann dort abgefüllt worden sind und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben. And the women. Von einer Mitarbeiterin wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht. Ein Monster! Du bist wie Hitler, aber der hat sich wenigstens für Deutschland interessiert. Es gab mehrfach Fälle, bei denen ein unbekannter Angestellter die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klaute. Auch genannt der Muttermilchdieb. What the fuck? It's so ridiculous. It's disgusting. Goo goo gaga, I want the titty milk. Fortune fand die Story genauso krank wie alle anderen auch und hat sich CIA-mäßig sofort auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden. Als wäre das ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbanditen. Nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein 4chan-User war, der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete. Drink it before your workout for maximum gains. Dann kam raus, dass wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden, absichtlich geschreddert wurden. Na sowas. Das ist ja nie passiert. Dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste, es ihm aber offensichtlich egal war. Doch als er merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren, meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort. I want to talk with you today about our future and reiterate my conviction to create the most welcoming an inclusive workplace. I am so confident we will get there. Welcoming, inclusive workplace. I am truly grateful. Er ist echt ein Psychopath. Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt, die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte. Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist, Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren. Ja, wer könnte nur besser geeignet sein? Just a regular day in the Blizzard Entertainment Office. Streamer haben daraufhin aufgehört, Blizzard-Spiele zu streamen. Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen und deinstallierten die Spiele erneut. Und auch vor dem Büro sammelten sich Mitarbeiter erneut und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik bei Blizzard. Working at Blizzard was my dream job. Invited to have casual sex with my supervisors. I was told they were just joking. And I should get over it. We don't need more corporate blah blah blah. Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile: Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard und fand heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht hat. Most of what you've read in the news media is just a mischaracterization. Und um die Spieler wieder ruhig zu stellen, wurde ein Ingame-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde, zu einer Frau gemacht. Der Name vom Cowboy McCree wurde geändert. Name's McCree. Okay, I guess they changed it again. Es gab das gewohnte Entschuldigungsstatement. Whoa, this is worthless. Welcoming an inclusive workplace. Und sexuell suggestiver Ingame-Content wurde zu Obst verwandelt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in World of Warcraft. Hello Blizzard, I think you forgot something. Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare Zahlen. Keiner redete mehr über den Skandal und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter, um die Ausgaben der Firma zu reduzieren, welche dafür als Entschädigung eine $200 Battle.net Giftcard in die Hand gedrückt bekam. Oh. Weißt du, was das Schlimmste ist? Alles in allem, die Aktienkurse fallen mal und dann ist doch wieder egal. Es gibt nichts Älteres als die Schlagzeilen von gestern und am Ende ist es wieder scheißegal. Leider. Es ist leider immer so. Das ist eigentlich mit das Schlimmste daran. Oh Gott, ich bin arbeitslos. Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte. Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen Blizzard, die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat. Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen, was wohl so viel heißt wie: Oh, du hast seit 3 Tagen keine Frau belästigt. Du kriegst ein gut gemacht Sternchen und vergiss nicht, bei 5 Stück kriegst du ein Sandwich umsonst. 100 Dollar Points have been deposited into your account.
Und dann wurde angekündigt, dass man nach der ganzen Kritik der Spieler jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte. Und das mithilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann. Aber das ist doch gar nicht das Problem, oder? Das ist doch einfach wieder ablenken, oder sehe ich das falsch? Das ist doch aber wieder, da ist Scheiße, guck mal hier, was wir hier Schönes haben. Oh, guckt nicht dahin, aber hier ist schön. Guck mal hier, wir haben bunte Charaktere. This is Lucio, he is a DJ living in Brazil, so he is a little bit out from the norm. Anna als Beispiel kriegt Punkte dafür, auf einem Auge blind zu sein, aus Ägypten zu kommen und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist. Und als das Schlagzeilen gemacht hat, stellten sich einige Spieler ein paar Fragen. Finally, a ranking system that Goku can't win. Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter. Ist das divers? I'm gay. Oder Winston, es ist ein Affe mit Sehschwäche und somit wahrscheinlich sehr divers. Dieser Ork hier hat zwei Köpfe. Wow, das gibt 10 Diversitätspunkte. Wie divers ist mein Level 20 Panda im Mario-Kostüm? Super Mario! Okay, hier wird es ein wenig schwerer. Den überspringen wir vielleicht einmal. Oh, ein Zitteraal, der kriegt 10 Punkte für Kultur und 10 Punkte für Gender-Identität. How the fuck did this get through PR? Nun, neben den ganzen Memes und Jokes, die daraus resultierten, kann man sich hier eine essentiell wichtige Frage stellen. Ist es nicht etwas problematisch, alle Charaktere nach Hautfarbe, Rasse, Sexualität und Herkunft jeweils schlechter und besser einzuordnen und sie miteinander zu vergleichen und zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist? Fuck casual racism, we're going ranked. I don't care what you think. Make a game and shut the fuck up. Und dann kam 2022 und nach zahlreichen Jahren kam endlich wieder ein neues Spiel unter Blizzard Entertainment raus. Ein Titel, welcher vor 4 Jahren bereits angekündigt wurde. Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018. Die diesjährige BlizzCon wird eröffnet und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne, um die Ankündigung des neuen Blizzard-Titels zu hören. An epic year, dude. Yeah, so many people just waiting outside. This is it, they were waiting all year for this moment. Die Ankündigung ist so exklusiv, dass man 40 Euro zahlen muss, um den kompletten Livestream online schauen zu können. Is Reaper Mexican? Und dann war es soweit. Die Vorhänge fallen für den neuen großen Blizzard-Titel. BlizzCon! We love Diablo! Oh mein Gott, der Chat rastet aus. Es ist endlich Diablo 4. I was here, Pog. What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte: Mobile devices keep us closer than ever to our friends. And loved ones. Und auf einmal bestand der Chat nur noch aus langgezogenen und enttäuschenden No's. Nothing brings a family together like slaying demons. Mission failed. Die Fragerunde startet, ein paar sinnlose Fragen später, und ein Mann mit einem roten Shirt bewegt sich zum Mikrofon. Der Chat wusste genau, was jetzt kommt. Plötzlich erscheint eine Bossleiste über seinem Haupt. Bossmusik fängt an zu spielen. Der Mann auf der Bühne, deutlich underlevelt. Hey, wondering, is this an out of season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile. Die Tradition führte sich fort. Die drei Typen in roten Shirts waren komplett. Red shirt guy. Red shirt guy. The actual red shirt guy. Red shirt guy. Is there any plans to make this playable on PC? We don't have any plans at the moment to do PC. You guys not have phones? Yeah, you guys all have phones. Don't you guys have phones? Yeah, I got a butthole too! Doesn't mean I want you to have sex with it!
Thank you. Die Leute waren offensichtlich empört über diese Ankündigung, denn allen war klar, es wird ein halbherziges Free-to-Play, Pay-to-Win-Mobile-Game, um den chinesischen Trend der Live-Service-Handyspiele nachzurennen und einfach nur ein bisschen Geld abzugreifen. Doch der Shitstorm hat sich schnell beruhigt, denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus. Und das war nochmal ein anderes Kaliber. Well, I got so mad. Good times, einfach. Good times. Off my face. Zurück zu 2022. Und das Spiel kam raus. Mitsamt zwei absolut gut ankommenden Spieltrailern. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard. Привет, Blizzard. Удалите это градусов гра... And this is my reaction on Diablo Immortal. Сука, бля! Und neben der eh schon herrschenden Unzufriedenheit mit Blizzard wurde all dieser Frust ausgelassen mit einem riesigen Review-Bombing auf Metacritic. How the mighty have fallen. Blizzard used to make some of the greatest games of all time. And now it targets children for microtransaction gambling. Fuck you. Das schlechteste Spiel aller Zeiten. Mit einer Wertung von starken 0.3. I work in mobile esports. People are wrong lol. Mobile esports. Es gibt 21 verschiedene Währungen in diesem Spiel, für die man fast alle Geld ausgeben kann. Um deinen Charakter komplett zu upgraden, müsstest du $110,000 ausgeben. Was ja auch jemand getan hat. Oder du musst einfach nur 10 komplette Jahre am Stück Diablo Immortal spielen. Hey, Schnurrbart! Du bist fällig! Ich geh grinden, überlevel mich bis Ultimo, hol mir ein fettes Feuerschwert und dann bist du fällig! Das ist dein Loot, wenn du Diablo Immortal Free-to-Play spielst. Das ist dein Loot, wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst. Wow! Two Legendaries, three, what the f- four? So what? It's $10 to make a clan? What? Hey Leute, willkommen zu meinem Let's... Willkommen zu meinem Diablo Immortal... Diablo Immortal. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Wow, das Spiel ist wirklich immer... Und ja, sie haben endlos viel Geld mit dem Game gemacht, ja. Sie haben trotzdem endlos viel Geld und machen es immer noch. Immer noch. Wie gesagt, das ist der traurigste Teil davon. Ja, alle regen sich auf, alle hassen es, aber es funktioniert trotzdem immer und immer und immer und immer und immer wieder und es ändert sich nichts und nichts und nichts und nichts. Es fühlt sich nämlich an, als wäre ich wirklich in der Hölle. 800% extra value? I'd be losing money if I didn't buy this. Dass man die besten Embleme im Spiel bekommt, hat eine Chance von 0,04%. Ich weiß gar nicht, wer der Investor ist. Ganze Seiten, auf denen man simulieren kann, wie viel Geld man verlieren würde, bis man so ein Emblem ergambelt kriegt. Delete your accounts. Fuck this trash. Das habe ich sogar gesehen. Man könnte jetzt auch meinen, das Spiel sei total gefloppt. Alle haben es gehasst. Die Entwickler wurden noch vor Release live ausgebuht und sogar die Aktie hatte keinen Bock auf das Spiel. Insgesamt wäre es also ein totaler Verlust für Blizzard. Doch Diablo Immortal hat bereits nach 2 Monaten $100 Millionen gemacht. Und im ersten Jahr 525 Millionen und ist somit nach Pokémon Go das am besten verkaufte Mobile Game auf dem Markt. Okay, wie kann das sein? Diablo Immortal is 10 times worse than Genshin Impact. Jeder Entwickler, der Mikrotransaktionen anbietet, unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere. Ja, wirklich. Die große Anzahl der Spieler sind Fische. Diese geben nichts oder maximal 5 Euro. Die Whales. Go for the Whales. Ich kann Ihr Geld nicht annehmen, Mr. Krabs. Das Gaming ist doch meine Leidenschaft. Dann gibt es Delfine. Danke, Papa Bulli, dankeschön. Die sich ab und zu mal was im Spiel gönnen oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben. Und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler die Haupteinnahmequelle der Entwickler. Und die will man haben. Die Wale. Ja, die will man haben. Immer, überall. Ein männlicher Buckelwal. Ein Sänger. Hä? Hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? Nein, ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Free-to-Play-Spieler. Das hier ist ein Wal, der mit seinem Pay-to-Win-Charakter alle Leute im PvP killt. Rich Campbell ist, das ist nicht gut gealtert. Das ist gar nicht gut gealtert. War früher mal WoW-Moderator, glaube ich, oder E-Sport-Moderator und so. Und das alles ist, das ist nicht sehr gut gealtert. Das ist eine ganz andere Geschichte. Humpback Whales. I love PvP. Man, I've done things in life that make me feel really stupid, but after seeing this, I'm perfectly fine. Und dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind, sondern teilweise auch extrem spielsüchtig.
Und Blizzard nutzt das Ganze natürlich schamlos aus. Und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen Vorgänge, um die großen Wale zu fangen. The goblin going with his clocks TikTok. I'll take it away from you. I'll take it away from you. Das Video habe ich gesehen, wo die psychologische Tricks besprechen, wie man Spielern quasi mehr Geld oder wie man offiziell, wie man Spiele gut monetarisiert, ja? Aber holy shit. Ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben, dass er zu stark war, um überhaupt in das PvP-Matchmaking zu kommen und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte. How many hours I've tried to queue for a battleground? I would say it's probably around 48 to 72 hours. Alleine auf dem Eisernen Thron als Gewinner in einem Pay-to-Win-Game. Das hatte ich auch gesehen. Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal, geben mehr Geld dafür aus als Briten, Franzosen und Spanier zusammen. Okay, Leute, wer von euch war da? Doch allen war klar, der kommende Release von Overwatch 2 sollte das alte nostalgische Blizzard wie... Ich will doch eigentlich nur ein gutes Spiel spielen. Und das ist es halt. Das ist es halt, ne? Leute wollen nicht wirklich irgendwelche Politik oder sonst irgendeinen Scheiß oder Gacha oder Lootboxen oder bla. Leute wollen einfach nur gute Spiele haben. Leider, und ich weiß selber nicht genau warum, funktionieren Sachen wie Diablo Immortal aber trotzdem. Aus irgendeinem Grund. Und solange die funktionieren, werden die auf den Markt geschissen. Immer, grundsätzlich. Zum Glück nicht bei allen. Ja, zum Glück gibt es inzwischen eine sehr, sehr große Szene Indie-Games. Und da kommen immer viel, also immer gefühlt mit jedem Jahr bessere Titel raus und aufwendigere, obwohl es Indie-Entwickler sind. Da bin ich super dankbar für, weil gefühlt auf der anderen Seite auch gerade bei AAA oder halt bei großen Publishern in den letzten Jahren viel schief gelaufen ist. Ja, wir könnten jetzt über das alles reden, aber so überall vielleicht was anderes, überall andere Dinge, die einfach nicht mehr so richtig funktionieren oder einfach nur wieder warm aufgekocht werden, immer und immer wieder. AAA-Gaming teilweise sehr schwierig geworden, leider. Aber zum Glück gibt es eine sehr, sehr riesige Indie-Szene, die rettet uns die letzten Jahre halt echt weg und nicht nur das, die verwöhnt uns einfach mit unfassbar vielen guten Games. Wie zum Leben erwecken. Gentlemen! Nun ist die Hoffnung wieder unter! Alles fing an mit der großen Gänsehaut-Trailer-Ankündigung auf der BlizzCon 2019. Ja nun! Und oh mein Gott, Jeff Kaplan ist dabei. But I really need to see what Overwatch has to offer, don't you? Overwatch 2. It begins. Los, Tracer, sag deinen Satz. Die Kavallerie ist da! Aus London? Yeah! Did you like it? Did you enjoy? Ja, Jeff, we fucking like it. Story-Mission, und zwar hunderte. Ton of PvE-Content. We will have a complete story experience. Overwatch 2 wird die PvE-Kampagne, auf die die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Ein ganzer Map-Trailer, neue epische, coole Charaktere. We're gonna have so much fun. It is gonna be so awesome. Release Date Reveal Trailer. Oh, okay. Jeffs Corner Pizzaladen. Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen. 4 Jahre Entwicklungszeit für diesen Titel. We define what a sequel means. Und dann erschien das lang ersehnte Overwatch 2. Und zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein, beziehungsweise versuchten sie es. Denn die nächsten Tage nach dem Release waren die Serverüberlastungen so groß, dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten oder für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten. So ein Default einfach. So ein Default. You could watch the full Lord of the Rings trilogy from start to finish. Your motherfucking server is down. Get that shit back up. We trying to play. Please fix this bug. I was kicked out of Queue Simulator and got to a weird menu. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Air 37! One time is funny, two times is fucking annoying, no? Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen, hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen. Hold up. Oh, oh, no! What? Fuck! Yeah!
Für einen Reddit-User war die Warteschlange so lange, dass er in der Zwischenzeit rausgegangen ist und einen neuen Freund in einer Bar gefunden hat. Es ist ein Reddit-User. Thanks Overwatch 2 for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlangen wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein, in den einer Art Hölle gleichenden Release. Manchmal frage ich mich, ob diese Warteschlangen auch künstlich generiert werden, eventuell, um noch mehr Hype zu generieren, damit dann noch mehr Schlagzeilen gibt überall, damit alle drüber schreiben und so weiter. Frage mich manchmal. Weil eigentlich, und gerade Blizzard, ne, also gerade die Großen wüssten es ja und hätten vielleicht genug Serverpower, ich weiß nicht genau. Der Ansturm müsste ja einigermaßen klar sein. Aber dann ein Queue von 50.000, weiß nicht. Ich finde das würde noch mehr frustrieren. Aber Leute wollen ja trotzdem einloggen. Die wollen trotzdem einloggen und alle Magazine, Internet, alles ist voll. Alle schreiben drüber, alle. Du siehst überall die Bildschirmfotos, bla bla bla. Und du siehst letzten Endes auf den Fotos, alle wollen das spielen. Oh, das will ich auch. What for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlangen wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Monsieur, does this mean Overwatch is back? No. Warum bin ich in der Wanne? Warum falle ich durch die Map? Ich werde im Spawn eingesperrt. I can't get out! What the fuck? Error LC208. Was ist falsch mit meinen Charakteren? Wow, nice cop, Genji. Eschen kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen. Oh, geil. What the fuck? Geil. What the fuck? What is it? I hate this game! Geil. Man kann mit einer Gronkh eine Verschwörung? Das hat mit Verschwörung nichts zu tun, ich so aber nur Marketinginstrument. Fähigkeit, den ganzen Server crashen. Verschwörung ist immer anderes. Einen unzerstörbaren Schild. What? Wait, what? Unendlich viele Laserbullets. Laser Bullets! Laser Bullets! Hasta la vista, baby! Unsichtbare Gegner. What a great fucking game. Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Overwatch 2 requires mandatory cock inspection. Warum habe ich minus Overwatch Coins? You owe Blizzard money. Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch-Charaktere eine Glatze haben. Hey, und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben. Voll gut. Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. Ja, schwierig. Nur noch 35 GB anhören, dann habe ich endlich Feierabend. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Ah, warte, ich muss mir einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. Scam. A scam. S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry, ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids Overwatch 2. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um einen einzigen Skin zu kaufen? Warum sind alle neuen legendären Skins eigentlich nur normale Skins mit ein paar ausgetauschten Farben? Und die soll man kaufen für 20 Euro? Was? Our expectations for you were low, but holy fuck. Warum muss ich $12,000 ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Und wenn ich alle Cosmetics freischalten möchte, brauche ich glatte 327 Jahre. Dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327 years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Login da. Bitte spiel für mich weiter, Sohnemann. Warum kauft ein random Bug im Spiel automatisch Skins aus dem Shop für mich? Oh, wie nett. Wie nett, was für ein schöner Bug. Warum ist das derselbe Preis wie gestern, nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben? Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal. Das neue Geldsystem ist so unfassbar undankbar, dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. You can buy this weapon charm in the form of a keychain for $5, while it costs $7 in-game. Nun, versteht mich nicht falsch, es kamen natürlich auch ein paar gute Sachen dazu und das Spiel kann auch Spaß machen, aber für 4 Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein wenig mehr erwartet. Mein neues Restaurant trägt den Namen Krosse Krabbe 2.
geil! Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Moneten! Aber hey, kein Problem. Es gibt ja noch die Kampagne. Groß angepriesen. Zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds of Hero Missions. Die Overwatch-Charaktere, die man skillen kann und die ganzen coolen Sachen, die man halt soeben in den Trailern gesehen hat. Also, wie sieht's damit aus? We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. Ja, ihr hört richtig. Die Overwatch 2 Kampagne wurde gecancelt. I'm done with Overwatch, guys. I can't play this game anymore. Welcome to the everyday experience of being an Overwatch 2 fan. See that the user score is starting to suffer further. Somebody needs to be held accountable. You promise something, so you deliver it. That's all you have to do. Overwatch 2 is dead. Where is all the time spent then? Look. Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr gibt, was hat Blizzard in 4 Jahren Entwicklung dann bitteschön gemacht? Oh Gott. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützung. Don't you guys have computers to make new stuff for Overwatch? Also, es gibt nach 4 Jahren jetzt einen unerwünschten Battle Pass, 3 neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen, ein paar neue Skins und neue Maps, wobei die meisten neuen Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Overwatch 2 takes place 6 hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Oh, natürlich, damit Leute Geld. Oh, Entschuldigung, ich muss so lachen. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben Divas Arsch größer gemacht. Ich nehme alles zurück. Metakritik 10 von 10. Der ganze Hype, die ganzen Vorbestellerpakete, all das, um dann einfach anzukündigen, dass man den PvE-Modus wieder streichen würde. Und jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorübrig bleibt. We're creating something like Overwatch, but with more battle pass shit. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard-Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Welcome to Steam Blizzard. Here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertetsten Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, waren die Leute sauer. The people who make Overwatch burn work harder than the people who make Overwatch. Oh, PvE. Please, odd sex. I hope Bobby Kotick dies in excruciating Jesus Christ. Pros, you can play as a monkey. Monkey life is good life. Oh my god, it's a link to Team Fortress 2. Off to visit your mother. No. Review of the century! I don't know which Blizzard treats worse as players or its female employee. Yo! Overwatch may be free to play now, but it's also free to uninstall. Porn. Yo, what? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. Sex with Doomfist would be so cool. Hello, Winston! Urkel! Downloaded the game. Write a bad review, uninstall the game. Mit einem All-Time-Low-Player-Count und einem Steam-Review-Bereich, der einem Schlachtfeld glich, antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung. Die Charaktere Pharah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy das kriegt einen freizügigen Skin. Das Do you think ändert Blizzard alles. Has these skins lying around just in case jetzt they get into a new controversy? Ja. Bestes Game! Jetzt bestes Game!
Team Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasant ansteigenden Spielerzahl auf ihr jahrealtes, updateloses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Suddenly 6 years without an update doesn't seem like the worst thing. Ah ja, und neben einem John Cena-Trailer zur Wiedergutmachung, ich kann John ihn nicht China? Sehen, gab es natürlich dann das generische Es tut uns so leid. Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen. Statement. Wow, that's a lot of words. Too bad I'm not reading them. Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte. Juhu. Danke Blizzard, dass wir eure Beta spielen dürfen. With the singular goal of ensuring we let you down. Und so landen wir beim aktuellsten Titel von Blizzard, Diablo 4. Nun, das Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde. Dennoch war die Glaubwürdigkeit von Blizzard ein wenig weg. He did the same joke about 3 times already. I don't think it's funny anymore. Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Gamer abzuholen. If there's one thing I love, it's Die Paula ist eine Kuh. Eine vielversprechende Ankündigung auf der BlizzCon. What? Wow. Yeah. Und dann kam das Spiel raus. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur sehr trocken und seelenlos. Der Anfang war sehr geil. Ah, it's me! Hä? Es hat hier und da seinen gewissen Charme, doch merken alle Spieler, dass es bei dem Titel nicht mehr um das schöne Diablo-Feeling von damals geht. Und das macht sich auch bemerkbar. Battle Pass, 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 Shop, 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 Shop. Oh, ich erinnere mich, das haben wir geguckt, ne? Das haben wir geguckt, ich erinnere mich daran. Ja, ja, ja. Oh Gott. The Shop by the Battle Pass. Das war sehr schön. Shop is trying to show you things that you want to buy. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Oh, a Battle Pass, nice, nice. No game can go without making a Battle Pass. Das haben wir gesehen. Es kam Wochen nach dem Release ein Patch, welcher als der schlechteste Gaming-Patch aller Zeiten betitelt wird. Number 1, everything is worse. Number 2, everything is harder. Number 3, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number 4, fixed multiple issues where players were having fun. Fixed multiple issues where players were excited. Reduced player base by 70%. What the hell has happened to Blizzard? Und der Glitch, wo das Pferd die ganze Zeit vor sich hin leckt, wurde immer noch nicht behoben. Bitte Blizzard, tut etwas. Nachdem Leute sich das Spiel geholt hatten, Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich abcashen konnte. We just launched Diablo 4, which is the most successful launch we've had of a Blizzard title ever. Hörten die meisten relativ schnell wieder auf zu spielen und Diablo 4 ist heute so gut wie tot. Und das in Rekordzeit. Business is good. Und so sind wir in der Gegenwart angekommen. Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz auf. Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön angepisst von Blizzard, sondern auch Tencent. Im Januar 23 wurden die Server in China für alle Blizzard-Spiele geschlossen. The end of an era, everybody. If you're a WoW player over in China, you just got fucked, man. Ouch. That's... Stell dir mal vor, ein MMO, das schon, wie lange ist WoW am Markt? Oh Gottes Willen, über 20 Jahre. Und du hast über 10 Jahre investiert und gespielt und deine Gilde da, deine Freunde seit 2004. Ja, ja, 20 Jahre. Über, knapp über 20 Jahre. Um die 20 Jahre. Ist egal. Du hast über 10 Jahre, du hast über 10 Jahre gespielt, dein Charakter da, alles aufgebaut. Mehrere Chars, natürlich mehrere Accounts auf mehreren Servern, auf jeden Fall. Deine Schleppos, alles. Hast deine Gilde da, hast deine Freunde da und dann wird einfach, sag mal weg. Kann jedem MMO passieren, ja. WoW ist das langlebigste von allen, also insofern, aber ja, sind die Server einfach weg und dann ist es einfach. Einfach vorbei. Alles, was du die Jahre erspielt hast, einfach alles, oder auch alles, was du dafür gekauft hast, ist am Ende dann irgendwie weg. Ja, furchtbar. Da man sich nicht auf... Ja, ja, jedes Spiel endet irgendwann. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich meine, du hast... Ich glaube, bei WoW ist das Schlimme gerade, weil es so langlebig ist. Weil du so ewig viel Zeit investieren kannst, tut es da, glaube ich, am allermeisten weh. Ich glaube, als The Day Before abgeschaltet wurde, haben Leute ihren Accounts nicht so sehr nachgeweint. Ich kann mir vorstellen, das hat nicht so sehr geschmerzt. Ist nur eine Vermutung. Weiß ich nicht.
könnt ihr mir sagen. Ich habe es nicht gespielt. Weil eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard zu viel Geld verlangen würde. Bobby Kotick is kind of a piece of shit, so. Für die jahrelangen WoW-Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht. Spieler gingen teilweise in Tränen auf. 15 Jahre lang gespielt. Das meine ich. Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab. Like imagine losing your account that you spent 10 years on. Ja, ganz genau. That's horrible. Ganz genau, das meine ich. Und so sind auch die Steam-Reviews von Overwatch 2 primär in Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in Asien auf irgendeine Weise ihren Frust rauslassen wollen. Bobby Kotick, deine Mutter ist tot. All das ganze Bücken für China, das Verbiegen und Rufruinieren für das große Geld, sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase Mitarbeiter die riesige Ork-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmetterten. Ich verstehe es, aber nein! Oh Mann. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spieleentwickler aller Zeiten und ist heute nur noch ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der Firma sind und springen Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard runter. Bad news today. Blizzard is having a big problem as of recently with losing employees. Es gibt in der antiken Philosophie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Theseus berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Zu meinem Körper. Nun, Overwatch Director Jeff Kaplan verlässt Blizzard. I'm gonna translocate the fuck out of this company. J. Allen Brick verlässt Blizzard. AKA, you're fired! Der Diablo 4 Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. The ship is falling apart. Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen, mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Im Oktober 23 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. The Microsoft Blizzard Saga has come to a close. So. This is home now. Family. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres deutlich reicher endlich die Firma, nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Der Ruf der Firma ist ruiniert. Die Spielerzahlen sind rapide am Sinken, während Konkurrenzspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Me and the boys in Final Fantasy. Die YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Spiele für ihren Content. Die Overwatch League wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind sad unglaublich toxisch geworden. So unfassbar. Can't wait sad. For the new microtransaction announcement. Thanks, Blizzard. Blizzard versucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken wie. Ich würde manchmal gerne. Ne, kennt ihr das, wenn man einfach mal in so eine Was-wäre-wenn-Timeline gucken wollen würde? Ich weiß, es bringt nichts, aber nur aus Neugier. Ich würde gerne wissen, was in einem Paralleluniversum mit Blizzard passiert wäre, wo die Activision-Übernahme nie passiert wäre. Wie hätte Blizzard sich entwickelt? Wenn dieser eine Punkt in der Geschichte nicht passiert wäre, was wäre dann mit Blizzard heute? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Wir werden es nie erfahren, aber es wäre halt super interessant.
Ja, genau, also wenn Bobby auch nie da gewesen wäre. Ne? Keine Activision-Übernahme, kein Bobby da. Und was wäre dann mit Blizzard passiert? Würde mich wahnsinnig interessieren. Wie geht's, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen? Blizzard doing something greedy. Yeah, it's just another Tuesday. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches sich heutzutage durch die verschiedensten Spiele und Videospielentwickler zieht. I read on the internet that our games have had a few bugs. Und was durch den Microsoft-Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Doch eine Sache ist klar, Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Ich möchte Jules da kurz korrigieren. Activision Blizzard hat niemand geliebt. Niemand. Leute haben sich hypen lassen von Games und Ankündigungen, aber niemand hat Activision Blizzard geliebt. Niemand. Blizzard, ja. Blizzard in Ursprungskultur von damals, ja. Nach der Übernahme, nein, kein Meter lang. An keiner Stelle wurde gesagt, oh Gott sei Dank gibt es Activision Blizzard. Das sind die Retter der Spieleindustrie oder irgendwas. Oder oh, zum Glück, jetzt sind die alle anders, da hat sich was geändert. Never ever ist das passiert. Niemals. Ich glaube, der Microsoft-Kauf, die Summe verstehe ich am Ende nicht, aber die muss ich auch nicht verstehen. Aber der Microsoft-Kauf könnte sich herausstellen als das Beste, was Blizzard hätte passieren können. Hoffe ich. So wie BioWare. Ja, BioWare nach EA, reden wir nicht drüber. Viele Companies nach Übernahme von EA, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist leider eine andere, ganz traurige Geschichte. Ja. That's my main message, is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does... Ich hatte irgendwann den Gedanken, dass Microsoft, ich weiß, die haben das gekauft, vor allem wegen King wahrscheinlich mit bei Activision Blizzard, kann ich mir vorstellen, wegen Mobile Department. Aber ein Gedanke, den ich hatte, war, ob die nicht vielleicht die Erfahrung von Warcraft nehmen und dann ein Minecraft-MMO machen wollen. War nur so ein Gedanke. Mal gucken, vielleicht, ne? Also schauen wir mal. Aber ich glaube Minecraft zieht genug Kohle immer noch, nach all den Jahren. Those incredible gaming experiences that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. It's a big deal. And make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our foundation is and what's made us successful, then, you know, definitely the future of Blizzard can be very bright. Schlecht gealtert, leider. Ah ja, und Verzeihung, dass das Video so lange gedauert hat. Die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger. Und ladet euch Warthunder runter. Es ist kostenlos. Dankeschön. Lass jetzt halt mit den Videos, die dauern, glaube ich, sehr, sehr lange. Allein, wenn ich die Videolänge angucke und wie viele Schnitte drin sind, wie viel Stuff da drin ist, das muss wahnsinnig viel Arbeit sein. Ich schicke euch gleich einen Link. Lasst unbedingt ein Abo da. Und auch gern, sehr, sehr gerne ein Like. Weil verdient auf jeden Fall. Verstehe ich nicht. Ich habe noch nichts gemacht. Wahrscheinlich wieder Bobby Kotick, der hier zuguckt, ne? Zieht mich. Das Video hat mich echt ein bisschen runtergezogen zwischendurch. Ist einfach, also man muss einfach sagen, alles zusammengetragen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Video so umfangreich ist. Mit der gesamten Historie, mit allem drum und dran, hätte nicht gedacht, dass das Video so umfangreich ist. Also, das ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Lieber Jules, Meisterwerk. Kann ich nicht anders sagen. Ja, wir werden sehen, was Microsoft daraus macht.